So, da sind wir auch schon wieder nach unserem kleinen Cut. Es geht direkt weiter. Und ich versuche jetzt mal ein bisschen zu quickscopen, so nach dem Motto, kam weg. So. So, weißt du, quickscope hier, mein Freund. Achso, der ist von uns, ja. Ich habe gerade keinen Teambeschuss gemacht. Wie würde ich auch drauf kommen? Es wäre mal ganz nett, wenn das Arschloch uns mal mitnehmen würde, ne? Hier, Freundchen. Freundchen der Nacht. Nimmst du mich mit? Hey, I need a ride. Nimm mich mit. Nimm mich mit. Dankeschön. Fahr. Control restored. Well done. Los. Fertig. Was war das jetzt? Naja, egal. Muss ich nicht verstehen. Muss ich nicht verstehen. Nein, muss ich nicht. Steigen wir mal da ein. Ja, spring doch über mich drüber, Arschloch. Da springt der noch eiskalt über mich drüber. Was für ein Arschloch. Wo muss ich hin? Nein, du überfährst mich diesmal nicht. Fick dich. Da wollte er uns schon wieder überfahren, kleines Arschloch. Ey! Sag mal! Sag mal, hau mal ab, ey! Was willst du denn? Ey, verpiss dich mal, au! Ja, komm, überfahr mich doch! Hier bin ich, hallo! Winke, winke! Haha! Boah, jetzt bin ich böse. Ha, ich bin so ein guter Mensch. Das hat jetzt gerade irgendwie nicht gepasst. Auf und davon. So, damit höre ich jetzt lieber mal auf, sonst kriegen wir nachher noch Probleme mit der GEMA hier, Freunde. Wisst ihr Bescheid, ne? Und auf Probleme mit der GEMA hat man niemals Lust. Merkt euch das, meine lieben Freunde. Die GEMA ist böse. Naja, die GEMA ist nicht unbedingt böse, aber sie kann schon mal nerven. Um es noch liebevoll auszudrücken. Um nicht in den Motherfucker-Slang zu verfallen, ne? Weißt du Bescheid, schätze mal. Hallo, dankeschön. Ja, genau, kriegst du Damage. Ich krieg auch Damage, wenn ich über Zaun kletter, ja. Sind wirklich Leben aus, oder reißt du dir ja auch mal schnell die Eier auf, weil du über den Zaun kletterst. Mhm. Das ist, Realität. Der Polen der Tatsache. Ich würde hier gerne mal hochkommen. Hallo. Dankeschön. Hab ich da einen von die bösen Jungs gesehen, mein Freund? Hier können wir so richtig quickscopen. So zack, der Rampe weg. Zack, und weg wäre der gewesen. Wenn da einer gewesen wäre, dann wäre er weg gewesen, ja. So, ich sehe gerade, wir haben jetzt schon ein ganzes Magazin nur an Teamkills verschwendet. Sind das Minen oder ist das C4? Ah, das sind Fahrzeugminen. Ne, passiert nichts. So. Control restored. Well done. Ja, ich mag so Geschütze. Da höre ich doch einen, der uns des Lebens trachtet. Ein ganzes Fahrzeug. Nein, du pisst dich bitte. Nein, du pisst dich bitte. Scheiße, Alter. Fuck, da wollte ich schnell in Deckung gehen. Und das hat sich dann irgendwie so ganz anders ergeben. Ne, Freunde, wisst ihr Bescheid. So, wo ist der denn? Unser kleiner Freund. In die Karre steige ich jetzt mal nicht ein, die qualmt schon. Auto? Auto! Auto! Warte.
Okay. Ja, ist klar. Nein! Oh, ja, ich hab Skill. Oh ja. Nein! Au. Au. Ja, man merkt, dass ich Skill habe, oder? Aua. Wir gedenken des Vaters. Wieso krieg ich die ganze Zeit weiter Damage? Das gefällt mir nicht. Oh, diesmal wenn ich... Was liegt denn da? Jedes Mal, wenn ich hier vorbeigehe, dann bekomme ich Damage. Oh, wieso habe ich durchgehend Damage? Ich habe so das Gefühl, dass gerade jemand auf mich am Rumcheaten ist hier. Oh. Wieso kriege ich denn Damage, Leute? Was mache ich denn? Egal, was ich mache, ich kriege Damage. Was soll das? Bin jetzt gleich weg, obwohl ich nur gelaufen bin. Rennen. Wieso bin ich jetzt gestorben? Mein Tod steht aber auch nicht oben vermerkt. Das ist sehr strange. Wir sollten die Ermittler von Akte X anrufen, nachdem wir einen Cut gemacht haben.